Ein Lichtstrahl geht von Flintglas mit Brechungsindex 1,70 in Quarzglas mit Brechungsindex 1,46 über. Frage: Wie groß ist der Brechungswinkel, wenn der Einfallswinkel 20 Grad beträgt? Dies ist die Situation. Dieser Lichtstrahl tritt von Medium 1 in Medium 2 über. Das Brechungsindex N1 beträgt 1,70. Das Brechungsindex N2 beträgt 1,46. Der Einfallswinkel Alpha beträgt 20 Grad und der Brechungswinkel Beta wird gefragt. Mit Absicht habe ich Beta größer gezeichnet als Alpha, weil N1 größer ist als N2. Größeres Brechungsindex bedeutet kleinerer Winkel und kleineres Brechungsindex bedeutet größerer Winkel. Deshalb Beta größer als Alpha. Ansonsten ist diese Zeichnung unpräzise. Um Beta herauszufinden, nutzen wir das Gesetz von Snell-Descartes. Aus dieser Formel schließen wir, dass Sinus von Beta gleich ist zu N1 geteilt durch N2 mal Sinus von Alpha. In dieser Multiplikation ersetzen wir N1, N2 und Alpha durch diese bekannten Werte. Um diese Rechnung vorzunehmen, nutzen wir den Taschenrechner. Zuerst Bruch 1,7. Diese 0 muss man nicht unbedingt eintippen. Jetzt Kursortaste nach unten. 1,46. Kursortaste nach rechts. Mal. Jetzt noch Sinus von 20 Grad. Sinus von 20 Grad. Wir müssen nur aufpassen, dass der Taschenrechner auf Grad eingestellt ist. Ist er. Enter. Wir finden also für Sinus von Beta ungefähr 0,398. So. Und demzufolge ist Beta gleich zu Sin hoch minus 1 von dieser Zahl. So. Und das lassen wir wiederum vom Taschenrechner ausrechnen. Dazu können wir die eben gefundene Antwort nutzen. Wir aktivieren zuerst durch Shift und Sin hoch minus 1 und nutzen die Antwort von eben durch diese Taste ANS. Enter. Der Taschenrechner findet 23,468, so ungefähr. Also der Winkel Beta beträgt ungefähr 23,468 Grad. Und das ist die Endantwort auf die gestellte Frage.